brav aufgefüllt habt. Er ist brav aufgefüllt. Sanitäter und Ingenieur. Hm. Will mich jetzt nicht beschweren, aber ein Sanitäter wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Biologe wäre vielleicht besser gewesen. So, 3 Bioplastik will ich natürlich auch nicht riskieren. Oha! Oha, oha. Achso, wir haben... Stimmt, ja, wir können nur 20 versorgen, fällt mir gerade ein. Oha. Gehe ich nach dahin oder gehe ich nach dahin? So. Ich mache das mal so. Dann ist der tatsächlich noch wichtiger als der hier. Aber der hat gerade alles bekommen, okay. Autsch, sage ich da mal. Oha, autsch. Ich meine, das kriegt ihr noch hin, gar kein Thema, aber trotzdem, ne? Genau. Ja, der nächste Energiespeicher steht schon mal. Das ist gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen großen Puffer. Also mehr oder weniger einen großen Puffer. Wird sich bald wieder relativieren, dadurch, dass wir die Basis erweitern. Und die Ersatzteilproduktion muss gleich auch wieder an. Bah. Bah. So, Ingenieur und Biologe. An dieser Stelle schalte ich das jetzt mal ab. Hm. Ja, das hat sich erledigt, sobald... Oh nein, oh nein. Ich hatte schon nachgeguckt, da ist es mir ja aufgefallen und hör, wir brauchen Wasser, ne? Denn ohne Wasser können wir auch keinen Sauerstoffgenerator betreiben. Wir sind hier bei 3,25. Okay, jetzt macht er gerade mal viel. 5,18. Die schwanken ja sehr stark. Er stickt mir nicht im Schlaf. 60%, das geht noch. Das geht noch. Okay, Sauerstoffgenerator steht. So, 4,25 von 4,35 wird aktuell verbraucht. Aua. Und wir haben kein Erz mehr. Nein. Hier, Zwangsarbeit da aus. So, du bringst uns natürlich kein Erz jetzt vorbei. Schade. Ich hätte tatsächlich ein bisschen Erz gekauft, ne? Was brauchen wir denn? 2 Eisen dafür, 1 da. Jo. Du meckerst doch nicht wirklich über den Energiespeicher jetzt. So, ihr arbeitet da. Das ist fein. Ich baue hier jetzt noch ein. Ich würde gerne Lager bauen, ne? Damit das hier mal ein bisschen wegkommt. Ich weiß nicht, ob das zu Problemen führt bei der Ernte, wenn das dann hier vollgestellt ist, dass dann nicht mehr geerntet wird. So, Luku. Jetzt produziert er mal so richtig, richtig viel. Also fast am Maximum ist er. Also ich muss sagen, nach den anfänglichen Schwierigkeiten, gerade mit der Verstrahlung, läuft es momentan ganz gut. Und das ist auch ein guter Punkt, um, glaube ich, mal über ein Kontrollzentrum nachzudenken. 2 jeweils. Jeweils 2. Also für unseren momentanen Status ist das ja richtig viel. Und da reiße ich gerade das Ding wieder weg. Ach. Ist doch ein Mist. Passt da noch einer neben? Ja. Gut, jetzt setzen wir da mal hin. Basta. Muss nicht ganz so schnell fertig. Der ist wichtig, dass er fertig wird. Und ja, da haben wir den Punkt wieder, dass wir nicht Wasser haben. Ich habe ja auch keinen Wasserspeicher gebaut. Robert muss ja auf ein Ersatzteil schon runter. So, hier kriegt auch mal wieder Zwangsarbeit. Damit die jetzt das Erz durchgehend verarbeiten. Das reicht nämlich für die beiden. Jetzt bringt er das Eisen dahin.
Plastik könnt ihr dann hinstellen, so viel ihr wollt. Aber Metall erstmal hier. Okay, das wird teuer. 21 für einen. Okay. Hauen wir mal die medizinischen Güter dafür raus. Yeah, jetzt kommt mal wieder etwas mehr Wasser. Dann bekommen wir vielleicht zeitnah beides fertig, so dass wir zumindest einen Alarm geben können, wenn die nächste Sonderreduktion kommt. Tja, einen dahin, einen dahin. Achso, er schleppt drumherum, okay. Das ist okay. Bau es auch gleich. Nö, der Ingenieur geht, wäre auch so ein blödes Ding, ne? Warum baut er das nicht gleich? Es ist jetzt alles da, er könnte es einfach bauen. Nein, er geht weg und lässt einen anderen Ingenieur kommen oder er dreht hier drin gleich wieder um. Da musste tatsächlich ein anderer Ingenieur hinlaufen. Nee, das ist doch dämlich. So, du darfst wieder an. Ja, da ist ein bisschen Ressourcenverschwendung, weil den zweiten Gang hätte ich ja nicht machen müssen. Aber wollte ich jetzt ganz gerne. Habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht im Moment. Weil ich ja gewohnt bin, einfach überall Gänge zu ziehen. So, jetzt haben wir für 40 Leute hier Sauerstoffproduktion. Ist ja auch schon mal gut. Da muss noch gar nichts rein. Das muss aber nur da sein. So, dann kann ich hier mal wieder ein Bettchen bauen. Oder gleich noch ein zweites. So, dann können 10 Leute zumindest gleichzeitig schon mal schlafen. Was nicht mal die Hälfte der Leute ist, okay. Ja, aber das finde ich schön, dass nicht jeder sofort ein Bett braucht, ne, sondern dass die sich da auch abwechseln können. So, Nahrungsmittel. Ja, wir stehen kurz vorm Kollaps. Würde ich mal behaupten. So, 3 Arbeiter. Luftschleuse dicht. Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwelche Kolonisten auszuwerfen. Dann, ja, wird das brutal über diesem Wege jetzt geschehen. Denn Arbeiter haben wir am meisten. Wir haben 13 Arbeiter, dann werden die halt auf diesem Weg reduziert. Das Ding wäre jetzt nice, ne? Das wäre jetzt nice. Also man sieht ja, wir kommen mit den Essensvorräten einfach nicht hin. Die reichen momentan nicht. Ich werde entweder noch ein Biodom bauen müssen oder noch eine Fleischfabrik. Und ich tendiere da gerade zu einer weiteren Fleischfabrik, weil sie einfach schön schnell geht. Ich frage mich gerade, ob die überhaupt drin steht. Ah, da kommt er. Stellt sie dann nach draußen. Ja. Wasser läuft super. Strom reicht noch aus. So, momentan kann sowieso keiner raus, weil die Luftschleuse abgeschaltet ist. Ja, manchmal muss man, um das Überleben einer Kolonie zu sichern, zu drastischen Maßnahmen greifen. Führt dann kein Weg dran vorbei. Hm.
2 für ein kleines Lager. Setzen wir mal dahin. Der hält noch ein bisschen länger durch. Okay, jetzt können wir sie wieder anmachen. Ja, musste einfach sein. Geht nicht anders. Da macht ihr da mal fein Bubu. Da wird Wartung durchgeführt. Geht das noch? Achso, weil ja hier jetzt die Ressourcen gesammelt werden für den nächsten Bau. Okay, Ersatzteile sind noch zur Hälfte da. Wo ist das andere Ersatzteil? Wenn da steckst da drin? Ja, okay. Ja, mal wieder etwas Gemüse aufgetaucht. Yeah! Nahrungsmittel sind immer noch zu knapp. Die sind immer noch viel zu knapp. Farmdom. Das ist. Hätte ich gern. Hätte ich so, so gern. Aber nö. Darf ich ja nicht. Okay, ich überlege gerade, ob ich hier einen wegreiße. Das tue ich auch nur. Und welcher ist am weitesten zurück? Keiner. So, du kommst mal weg. Und dafür kommt jetzt Gemüsepflanze hin. Ja, langsam oder schnell wachsend. Ich würde ja lieber schnell wachsen machen, um eben schnell Hapa zu haben. Okay, da haben wir zumindest ein kleines Lager jetzt. Was sagt das Energienetz? 52 Verbrauch von 100. Ist auch noch okay. Also reicht immer noch aus, um beide hier komplett zu füllen. Wir haben, ich muss sagen, momentan unglaubliche Schwein, dass wir hier nicht dauernd Meteoriteneinschläge sind, weil auf dieser Karte sind ja die Meteoriteneinschläge deutlich erhöht. Und wir haben sehr viel Ruhe da aktuell noch. So, jetzt denke ich gerade drüber nach, sollte ich jetzt ein Biodom bauen oder soll ich erstmal was anderes bauen? Jetzt muss ich mal überlegen. Also wir brauchen einiges noch, aber wir haben ärztliche Versorgung, auch wenn wir noch keine Heilpflanzen haben. Wir stellen unsere Ersatzteile her. Wir können Rohstoffe verarbeiten. Wäre natürlich gut, wenn die Moral mal aufgebessert würde. Geht eigentlich noch, ne? Müde sind sie hauptsächlich. Ich tendiere da tatsächlich jetzt zum nächsten Biodom. So, da kriegen wir 4 rein. In den würden wir schon 12 reinbekommen. Huch. Eben hier ein bisschen planieren. Nein, oh Gott. Huh, das wäre jetzt fatal gewesen. So. Also dann würde ich hier eine Nummer größer nehmen. Und dann müssen wir hier auch wieder einen Sauerstoffgenerator hinpacken. Dann können wir wieder ein paar Kolonisten holen. Normalerweise mache ich ja immer den großen, aber ich glaube, der kleine ist ja besser. Der große macht nur 50% mehr Sauerstoff. Von daher. Machen wir mal so. So, medizinische Güter. Wir haben nur noch ein Medizin. Dafür brauchen wir dann auch noch ein Labor, dass wir dann mal Heilpflanzen umarbeiten können. Das, ja, das können wir uns gar nicht erlauben eigentlich. Gut, dass wir momentan damit anscheinend noch hinkommen, mit dem 5, die wir vom Start weg haben. So. Ich
gerade schon verlockt, noch so ein Ding zu bauen für Metallumarbeitung. Obwohl, das lasse ich mal. Ja, ich frage mich jetzt zum Beispiel auch, der Arbeiter ist weggegangen, warum kommt da kein neuer Arbeiter und macht das? Jetzt ist einer gekommen. Kann auch sein, dass es derselbe wieder war. Wir haben jetzt 10 Arbeiter. Gut, 3 sind da drin, sind 7. Die haben halt nur Schleppjobs und da gibt es momentan nicht wirklich viele von. Und halt die beiden. Nein, wir hatten die Arzneimittel verbraucht. Tja, jetzt brauchen wir noch ein Labor. Und im Biodom können wir dann auch Heilpflanzen herstellen. Oh, halt Labor noch, ne? Okay, das braucht von diesem nur einen. Da reicht auch ein kleines vollkommen, glaube ich. Lukas Priorität. Und auf der Baustelle verrotten sie nicht mehr. Das ist ja auch schön. Da ist der nächste Arbeiter, hier mit einem gebrochenen Bein. Ja. Drei Metall noch. Gut, nebenbei, die Produktion für Ersatzteile scheint auch gut zu laufen. Klaut uns halt hier und da zwischendurch das Metall, aber wir kommen aktuell damit auch noch ganz gut hin. Ich fühle mich da momentan wirklich sehr unsicher mit der Basis. Also es läuft, ja, aber es läuft nicht gut. Und ja, dieses Minimalistisch, das mag ich überhaupt nicht. Kein Stück. Finde ich fürchterlich. Ist immer die ganze Zeit mit einem sehr, sehr unguten Gefühl, dass man hier sitzt. Ja, ich würde sie ja gern kaufen, ne? Aber das ist viel zu teuer. Ich kann ihr ja nicht mein Erz mitgeben, das brauche ich doch. So, 2 fehlen noch. Na, der Robby macht es auch nicht mehr lange. Nur Lager ist zu 53% schon voll. Oh Mann. Ja, aber an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.